So, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Shisha-Bar-Rapper. Azad ist jetzt am Start mit seiner neuen Single. Das Ganze heißt So High mit Feis Magat oder Feis Mangat. Sagt mir nichts, aber Azad bisher, die Promophase von Goat, könnte nicht mehr ballern, ja. Seine ersten zwei Single-Auskopplungen, absolutes Feuerwerk. Felix Magath, ja. Ja, da bin ich jetzt natürlich gespannt auf So High. Wir gehen direkt rein. Bio. Komm, folg mir. Oh yeah. I is number one wie Public Enemy. 14 Alben, das ist Legacy. Bringe die Magie, so wie MJ und Quincy. Alter, Alter. Sehr, sehr schöner Vibe. Komplett anders als die ersten zwei Singles, die natürlich komplett uns die Fresse demoliert haben. Ja, mit dem Vorschlaghammer. Und da sind wir komplett halbtot am Wanken nochmal aufgestanden und da kam nochmal so eine fiese Abrissbirne und hat uns den Rest gegeben. Das ist mehr so der deeper Azad hier, ja. Was ich ebenso feier, ja, also das mag ich ja an Azad so, dass er halt facettenreich ist, dass er halt diese deepen Dinger drauf hat, aber auch uns lyrisch komplett das Leben nehmen kann. Hier nochmal direkt eine Hommage an Quincy Jones zu bringen, ist natürlich erstmal hier vibe-technisch ganz großes Kino. Alte Schule, Jack Dempsey, 4-3, Chava mit der neuen Undercover. Lass nicht weiter reden, Chalas, Junge von der Straße aus dem Block in die Top 3. Jagd ist grün, so wie Popeye, nicht Pakete, Dicker, was ich transportiere, Seele hoch. Nehm damit die ganze Szene hoch, Flow, Halftime, denn ich töte mit Präzision. Jeden deiner Rap-Ikonen, King of Kings, dennoch auf dem Boden wie Nurmagomedov. Camouflage, denn ich jag Monedos, Klicks kann man. Ja, Azad, großer UFC-Fan anscheinend, ja. Das hat man ja schon an seinem Jorge Masvidal Name-Dropping in Headshot gehört, ne? Kaufen, aber Soul gibt. Und natürlich auch an dem Song Conor McGregor. Oh! Bist nicht im Shop. Bin und bleibe hier im Business, Boss. Ich weite meine Seele aus und fliege. Oh, oh. So high, so high, so high, so high. Alter, Alter, sehr schön. Junge, Junge, Junge. Also ich muss wirklich sagen, dass ich so die letzten Singles, die ich mir so Deutschrap-mäßig gegeben habe, immer wo dann so Gesangspart war, dachte ich mir immer nur, cringe, ja. Aber der Junge hat Soul in der Stimme. Alter, Falter, da muss ich kurz mal ein bisschen zurück hier, ja. Und man muss auch sagen, Alter, er sieht eigentlich aus wie Kimbo Slice, Alter. Und dann, du denkst jetzt hier, dass er dich hier komplett nochmal mit Lines zerflext, ja. Und dann kommt hier so eine engelsgleiche Stimme aus ihm raus. Nicht schlecht, Alter. Never judge a book by its cover, Junge. Nicht jagen Monedos, Klicks kann man kaufen, aber Soul gibt es nicht im Shop. Bin und bleibe hier im Business, Boss. Ich weite meine Seele aus und fliege. Oh, oh. So high, so high, so high, so high. So high, so high. An die Spitze hochgekämpft aus der Tiefe. So high, so high, so high, so high. Bring den Blues so wie BB King. Boah, da werden aber hier die Ikonen hier genannt, ja. Also, das ist fast schon so wie eine Lesson in Musikgeschichte, ja. Alle von euch, die noch ein bisschen jünger sind, ne, ich bin ja mit meinen 17, 3 Vierteln da schon ein bisschen reifer, die sollten sich diesen Song auf jeden Fall mal anhören und alle Namen, die jetzt hier genannt werden und die euch vielleicht nichts sagen, auf jeden Fall mal nachholen. Denn Azad beweist hier wirklich einen vorzüglichen Musikgeschmack. Klicks kann man kaufen, aber Soul gibt es nicht im Shop. Na, war auch einer der Lines vor der Hook. Sehr, sehr nice und verdammt recht hat er. Groovy, wenn Stevie singt. Gentleman mit Stil und Klasse, bin vom alten Eisen. Andere Filme kommen aus anderen Zeiten, habe keinen Rücken, denn ein Löwenmann kämpft nicht im Rudel. Ihr macht auf Pittys, aber seid nur Pudel, sag nur wie es ist und deck es auf wie Julian Assange. Ihr seid alles Lügner par excellence. Halt es echt, ihr seid nur Fugazi. Komm mit Arsenal, als wär ich Mustafi. Kein Hype, ich überstand die Zeit wie G-Klasse. Sie kommen mit Guns, ich mit ABC-Waffen. Blieb der gleiche, wurde nur immer besser wie ein 911er. So viele Flammen in meinen Kommis, brauch ein Feuermelder. Likes kann man kaufen, aber Liebe gibt es nicht im Shop. Bin und bleibe hier im Business, Boss. Alter, Alter, sehr, sehr nice. Also ich muss sagen, so diese Art von Song als neue Erscheinung habe ich lange nicht gehört. Habe ich wirklich lange nicht gehört, Alter. Ah, das ist so, das versetzt mich so in die Zeit zurück,
in der noch echter R&B mit echtem Hip-Hop gekoppelt wurde, ja? Also, das gibt's ja heutzutage nicht mehr, ne? Heute hast du R&B, hast du sowas wie Ardian Buyupi oder Pietro Lombardi, das zählt heute als R&B, ja? Und Hip-Hop, ne? Wisst ihr ja selber, ne? Sehr schöner Song, Alter. Wirklich sehr, sehr schöner Song, Alter. Meine Seele aus und fliege. So high, so high. Irgendwoher kenne ich ihn hier. Irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Ich weiß nicht wo. Kann auch sein, dass ich hier komplett scheiße rede. Ja, aber irgendwoher kenne ich den. So high, so high. Broses, echt? Da holt aber die ganz alten Kamellen raus. Ja, ist so ein bisschen wie der Prison Break Song halt, ne? So in diesem Stil. Sehr, sehr nice. Oh, und da ballert der Gorex wieder hier seine Gitarre raus, ne? Hochgekämpft aus der Tiefe. So high, so high, so high, so high. Return of the Mac. It is. Alter, jetzt wird hier noch Return of the Mac hier noch gesampelt, Junge. Also, du ziehst mich hier durch drei verschiedene Musikepochen, Alter. Das ist ja hier Reminiscing, Junge. Reminiscing der extremsten Sorte, Alter. Wahnsinn. Es ist wirklich der fucking Return of the Mac, Alter. Junge. Ey, ich hoffe wirklich, dass Azad noch einige Jahre Gefallen daran haben wird, Deutschrap einfach zu zeigen, wo der Hammer hängt, ja. Azad mag vielleicht nicht der Platin-Diamond-Artist hier sein, ne? Aber das war noch nie so, dass die Besten die erfolgreichsten sind, ja. Und anstatt da salty zu sein, macht er sein Business, ist trotzdem erfolgreich, ja. Auf dem Level, auf dem man halt mit Real Hip-Hop erfolgreich sein kann. Das ist ja immer der gravierende Unterschied, den ich nie müde bin anzumerken. Dass solche Leute, die hier, naja, 30 Nummer 1 jetzt haben, dass die keinen Hip-Hop machen, ja? Die machen keinen Hip-Hop im klassischen Sinne. Die machen Musik für 12-jährige Michelles, die sich das beim Haarebürsten im Badezimmer geben auf Spotify. Und die hören bestimmt kein Azad. Und das ist auch gut so. Fuck, schönes Ding, Alter. Wirklich schönes Ding. Finde ich auch nice, dass Azad jetzt hier in der dritten Single nicht komplett die gleiche Schiene fährt wie die ersten beiden Singles, ne? Dass er halt auch zeigt hier, Leute, Goat wird gewohnt abwechslungsreich. Wir werden hier die deepen Töne anschlagen und euch natürlich trotzdem genug in die Fresse schlagen. Ey, ich bin wirklich gespannt auf Goat wie auf kaum ein anderes Album, was dieses Jahr erscheint oder noch erscheinen soll. Wink mit dem Zaunpfahl. Schönes Ding, Mann. Schönes Ding. Schönes Video, schöne Präsentation, schöner Vibe, Alter. Geiles Feature. Baby, I believe that you are meant for me. Na, wer kennt's? Meine Lieblings-No Angels-Single. 'Cause baby, I believe in you.